Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3. So, meine Lieben. Ja, ich überlege gerade hier wegen ihrem Zimmer von unserer Liv. Sie ist ja jetzt erwachsen, ne? Das muss man ja mal so festhalten. Und deswegen denke ich, sollte ich das Ganze hier ein bisschen umstellen. Deswegen, also ich werde ihr jetzt nicht ein komplett neues Zimmer jetzt machen, sondern ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen das Ganze umstellen. Damit einfach hier noch was anderes Wichtiges für sie Wichtiges, denke ich mal, rein kann. Und zwar wäre das ein Schreibtisch. Denn ich denke, den kann sie schon sehr gut gebrauchen in ihrem eigenen Zimmer. Weil sie ist ja nun mal jetzt erwachsen, sie braucht halt auch einen Job. Und sie muss dann auch vielleicht mal gucken, dass sie das Ganze irgendwie halt gut hinbekommt. Mit dem Job und so. So, geben wir doch hier diesen dicken, fetten. So, jetzt müsste sie nur einmal eben da weg, bitte. Sonst geht das nicht. So. Okay, dann eben den Schreibtisch aufbauen weiter. Und dann haben wir das auch gleich schon. Mit einem schicken so. Und einem schicken hier. Und einem schicken sowieso. Und Moment mal, ich will eine Nachttischlampe dafür haben. Da nehmen wir am besten, das finde ich nicht gut. Ja, hier so eine klassische vielleicht. Genau, so eine klassische Lampe, die nehmen wir da für sie. So, perfekt, dann kann sie sich nämlich jetzt auch einen Job suchen, denn sie ist ja jetzt erwachsen, sie braucht jetzt natürlich auch einen Job. Und sie bekommt eine Traumkarriere, denn sie hat den Lebenswunsch, Meisterakrobatin zu werden. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich persönlich habe, glaube ich, die Karriere Akrobatin noch nie gesehen. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was dann auf uns zukommt, wenn wir ihr das jetzt geben. Ich bin sehr gespannt. Da war es doch schon. Akrobat. So, Karriere annehmen. Künstlername für Showsim eingeben. Chandra die Eiförmige. Nee. Die eiförmige Künstlername. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache einfach mal die aber das hat ja eher was mit Zaubern dann zu tun, ne? Die bezaubernde Liv. Das hätte ja eher was mit Zaubern zu tun, wahrscheinlich. Liftastico oder so. Liftastico. Oder mit K. Sollen wir es mit K oder mit C schreiben? Ist eigentlich egal, oder? Wir nehmen jetzt Liftastico. So. Okay, ich werde mir das mal nicht durchlesen. Und ich muss mal hier den Sender eben wechseln. Umschalten auf Pop. So. Okay, wie kann ich das sehen jetzt? Ein Akrobat von Weltklasse führt alle Arten von Körperkunst aus. Der Pantomime lehrt Gleichgewicht und Körperbeherrschung. Außerdem kann man damit große Massen ansehen und Simulations verdienen. Okay. So, Auftrittsplan. Wir haben noch nichts. Für Trinkgeld auftreten. Ja, wir haben jetzt 23 Uhr, dann sollten wir das vielleicht nicht machen. Athletikfähigkeit verbessern. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt los? Niki? Oh, nein, sie ist schwanger. Oh Mann, das musste ja so kommen, ne? Oh mein Gott, Niki und Gabriel bekommen Nachwuchs. Oh, übrigens habe ich hier eine Sauna reingepackt. Ist das nicht geil? Oh mein Gott, diese frohe Botschaft müssten wir ihm eigentlich direkt mal verkünden, aber da ist er doch. Er geht halt gerade ins Bett, ne? Wir werden ihm mal diese frohe Botschaft jetzt auf jeden Fall verkünden. Und dann werden wir ihm sagen, dass wir schwanger sind, wenn das geht. Wenn das geht. Wenn das geht. Wenn das geht. Wir küssen ihn erstmal. Und dann freundlich, ich weiß gar nicht, um Verabredung bitten.
Hier, Schwangerschaft verkünden. Ich wusste doch, dass das geht. So, erst einmal nochmal einen Kuss. No, ich hab die so lieb. Schmatz, schmatz, schmatz. Und dann so, oh, ich bin schwanger. Daumen hoch dafür. Juhu. So, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt auch mal ins Bett hier. Und dann können die nämlich schlafen. So, und auch hier werde ich mal den Sender wechseln. Auf Pop. So. Okay, sie ist am Schlafen, aber hier ist jemand, der noch wach ist. Da muss ich auch mal jemand drum kümmern. Marc. So, Marc, hör doch mal bitte auf zu spielen. Ich weiß, du magst es zu spielen und findest es ganz toll, aber lass es doch mal jetzt. So, kochen musst du lernen, damit du befördert wirst. So, sie hat Hunger, nimmt sich jetzt hoffentlich was aus dem Kühlschrank. Ja, den Kuchen lassen wir einfach mal da stehen für andere Sims, die altern können. Und ja, so. Hat soeben Mistel hochgenommen. So, du musst jetzt Heier machen. Marc muss auch Heier machen. Was macht Maggie eigentlich? Maggie ist ja immer noch am Tauchen hier. Komm mal wieder her. Du kannst nämlich jetzt mal ins Bett gehen. Ganz geschwind. So. Okay, die sind schon mal... Ich mache jetzt mal hier die Dings aus. Irgendwann geht es einem auch auf den Nerv, wenn die ganze Zeit Musik ist. So, du kannst es mal noch eben aufräumen, bitte. Was ist mit den beiden? Die Katze schläft da hinten. Na, meinetwegen, aber du könntest vielleicht besser hier oben einmal kratzen gehen. So, kratzen. So, und du gehst auch mal hier hin. Kratzen. Ach, du schläfst da drin. Und dann benutzen. Und jetzt habe ich natürlich meine lustige Maschine nicht mehr, weil die hatte ich weggepackt, den Tierhygieniator. Da habe ich nicht dran gedacht, den mitzunehmen. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. 10.000 Punkte werden wir wohl nicht zusammenkriegen. Brechmaschine. Oh mein Gott, das ist doch nicht deren Ernst. Brechmaschine, wie eklig ist das denn? So, Maggie geht jetzt ins Bett. Marc ist im Bett. Gabriel ist im Bett. Nikki ist auch im Bett. Sarah ist auch im Bett. Liv ist jetzt auch gleich im Bett. Oh Gott sei Dank. Dann ist ja alles gut. Und sie hat Gleitzeit, weil gerade nichts los ist. So, Moment mal. Bevor das jetzt hier ganz schnell weitergeht, will ich hier mal noch was aufbauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich will es mal ausprobieren. Wo haben wir das denn jetzt? Bin ich blind? Ich habe es doch vorhin x-tausend Mal gesehen. Ah, hier. So, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich glaube... Eins muss dahin, eins muss hierhin. So. Und dann kann er da sagen, spiel mit mir, sprich mit mir, fütter mich. Okay. Aber die müssten das dann hier mitkriegen, ja? So, ich kann das da hinstellen, das ist ja super. Können wir das auch noch hier hinstellen? So. Perfekt. Nee, hier passt es leider nur da hinten in der Ecke. Aber das macht ja nichts. So, was ist mit Nikki? Oh, sie hat Hunger. Hunger hat sie. Da muss sie gleich auf jeden Fall was essen. 45 Fahrzeuge wurden gelöscht.
Okay. Oh Gott, hier müffelt's schon. Verdorbenes Essen ausräumen kann sie ja dann mal machen. Sie wünscht sich einen Jungen. Okay, da bin ich immer gespannt, was es nachher wird. So, nicht rutbarer Sim gefunden. Und dann machen wir hier eben den Müll weg und dann Frühstück servieren Waffeln. Backen wir mal ein paar Waffeln hier ganz schnell mitten in der Nacht, während die anderen noch am Schlafen sind. Guck mal, wie schnell das auf einmal geht mit dieser Maschine. Das ist ja der Wahnsinn. Huch, die Gefahrgemeinschaft. Ja, ja, genau. Da ist der Wecker gegangen. Ich hoffe, er ist jetzt nicht aufgewacht dadurch. Nö, er pennt noch. Dann ist ja gut. So, die anderen haben auch alle Hunger. Er hat auch Hunger. Aber er schläft noch. Dann ist ja gut. So, in einer Stunde muss sie zur Arbeit. Sie sollte jetzt mal hinne machen mit den Waffeln. So, heute ist Zeugnisvergabe. Begib dich zum Rathaus. Okay. Begib dich zum Rathaus, um bei der Abschlusszeremonie dein Diplom in Empfang zu nehmen. Wann denn? Und wo ist das Rathaus? Das weiß ich hier in der Stadt auch noch gar nicht. Ah, hier glaube ich, ne? Tatsache. Im Rathaus Schule abschließen. So, dann werden wir das doch mal direkt machen, bevor wir dann mit unserer Arbeit starten. Luna hat heute Geburtstag. Auch das noch. So, was hat sie denn vor? Ach, sie will malen. Ja, dann mach das mal. Beziehungsweise, nee, eigentlich müsstest du dich um den Kleinen kümmern. Und um dich selbst. Also irgendwie, jetzt bin ich ein paar Etagen zu tief gekommen. So, Snack essen. Ich meine, ich, nee, nicht Saft. Plasmasaft. So, ich meine, ich finde es ganz schön, dass du malen willst, aber wir müssen uns auf jeden Fall auch um den Kleinen kümmern. Ihh, was ist da denn passiert? Hat einer reingekotzt oder was ist da los? Naja, vielleicht waren sie auch zu oft auf dem Klo. So, sie ist auf jeden Fall... Ja, komm, fertig, ausgeschlafen. So, Maggie, du kannst jetzt auch mal aufstehen und eben hier das Übliche machen. So. Ich glaube, wir müssen auch echt unsere Putze wieder einstellen, weil ich glaube, alleine schaffen wir das gar nicht hier alles, dieses Riesenhaus fertig zu machen. So, hier, nee, du nicht. So, Glückwunsch. Treffen. Aus dem Kinderbett genommen werden. Wie nimmt er ihn jetzt einfach mit? Nicht Mistel tragen. Mistel darf nicht mit. Der hat Hunger. Den kannst du jetzt nicht mitschleppen. Okay, die gehen jetzt alle zum Abschluss. Wo will er ihn denn jetzt absetzen? So, na geht doch. Essen geben. Babynahrung. Hier, bitteschön. So. Ja, Marc verpasst leider den Abschluss seiner Tochter. Die anderen sind gerade alle unterwegs. Selbst Niki kommt mit. Selbst Maggie ist dabei. Naja, Marc hat sich freiwillig dazu entschlossen, zu Hause zu bleiben bei dem Kleinen, weil er Hunger hat. Und Marc hat auch Hunger. Na, seht ihr mal. So, das kommt mal in den Müll. Wo ist der Müll? Hier ist der Müll. So, Luna hat bald Geburtstag. Was ist hier jetzt los? Ja, Mensch, Mausi. Komm schon. Du musst hier oben hin. Wieso geht das nicht? Wieso kann die Katze nicht hier hingehen? Was ist denn los? Wieso? Du kannst Mistel nicht alleine zu Hause lassen. Babysitter rufen, ja, okay. Hier hingehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass die Katze reinkommt.
So. Und hier hingehen. Hä? Ist doch nicht abgeschlossen für dich. Okay, ich mach mal aufschließen. Ah, jetzt auf einmal geht's. Okay, abschließen. Sims für diese Tür festlegen. Gabriel und Nikki war das. So, jetzt funktioniert es, glaube ich. So, dann jetzt erstmal ganz schnell hier einen Napf fressen. Okay, jetzt geht es. Na Gott sei Dank. Da ist sie rausgegangen und ich habe es nicht mitgekriegt und habe anscheinend die Tür für Sims halt abgeschlossen. Und gleichzeitig wird anscheinend auch für Tiere abgeschlossen. So. Ich weiß nicht, wo sie rauskommen. Entweder kommen sie da raus. Oder... Nein, okay, hier gibt es diesmal nur einen Eingang und Ausgang somit. Das ist gut. So. Wollen wir das mal ein bisschen schneller machen? Der Kleine ist zu Hause. Ich hoffe, da ist jetzt ein Babysitter gekommen. Sieht nämlich nicht da nach Hause, als wäre da überhaupt irgendjemand. Na, no, da ist sie. Unsere Glückliche. Herzlichen Glückwunsch. Yay, perfekt. So, und jetzt mal alles schnell mit euch nach Hause. So, schnell alle Mann wieder nach Hause. Und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.